Hi, neues Altbau-Update. Das Ding ist hier für den Gartenbereich. Die Außenbeleuchtung wurde angebracht. Tatsächlich hat er sich auch Lampen eingebaut, die so smartfähig sind und so weiter, damit er die Möglichkeit hat, die von der Farbtemperatur, von der Dimmbarkeit einzustellen, je nachdem, ob es jetzt hell sein soll oder ein bisschen dunkler, gemütlicher oder richtig hell und so weiter. Und die Möglichkeit hat, die Lampen auszuschalten komplett, weil momentan ist ja nämlich so, dass die einmal über einen Kontrollschalter geschaltet sind. Tatsächlich, wenn man den noch ausschaltet, der löscht das Glimmlämpchen, war vorher nicht. Jetzt, nachdem der Verbraucher angeschlossen wurde, geht es auf jeden Fall. Jetzt erlischen noch auf jeden Fall die Lampen. Lampe 2 wird noch erlischt nach einer Zeit, aber das ist app-bedingt. Und über einen Bewegungsmelder ist er ja, also der ist daueraktiv. Jetzt hat er wieder alle erkannt in der App. Jetzt können wir uns das von außen mal angucken, wie das Ganze an der Stelle aussieht. So sind die jetzt eingestellt auf warmweiß und von der Dimmbarkeit auf komplett hell. Und jetzt kann ich beispielsweise hier mal Lampe 1 anwählen. Ich glaube, Lampe 1 habe ich die Lampe. Und dann kann man neutral, genau, und da sieht man auch schon, wie sie sich verändert hat. Des Weiteren kann man hier auch auf Palette drauf drücken und es von der Dimmbarkeit entsprechend einstellen. Hell, dunkel. Ich mache mal so, damit man das fokussiert hat, nicht das Handy. Oder auch die Farbtemperatur, so ist richtig warm. Und dann kann man noch ein bisschen runterdimmen. Und so kann man auch tatsächlich, wenn man möchte, hier oben hingehen und auf dieses Symbol. Und dann gehen alle einmal aus, alle Lampen. Und so kann man dementsprechend auch mit einem Knopfdruck alle Lampen einschalten. Oder auch separat, wenn wir auf Lampe 1 hier auf ein Aus-Symbol drücken, dann geht nur Lampe 1 aus, die anderen bleiben an. Und das mit einem Bewegungsmelder funktionierte und das andere auch. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann könnt ihr das von der Ferne einmal kurz an der Stelle nochmal begutachten. Also er ist auf jeden Fall mit dem Ergebnis in der Form zufrieden jetzt. Ich mache mal nochmal den. Na nee, das ist der rechte. Gemütlich. Neutral, kalt, warm, Palette. Ach, und hier kann man auch noch Animationen anwählen und Timer, Kerzeneffekt, Timer, Wann, Nachtlicht, Dämmerungssimulator, alles Mögliche. Also da sind den Spielereien keine Grenzen gesetzt. Wo wir gerade dabei sind, können wir auch tatsächlich einmal kurz ins Badezimmer gehen. Da wurde fleißig auch weitergearbeitet. Die Spots, die hängen noch so. Ah, hier sieht man, dass was mit Fliesen verkleidet wird. Hier auch schön diese Profile, Eckprofile und so weiter. Hier an der Stelle auch. Ich mag die Dinger, wenn das hier mit Eckprofilen in so einem Silberton gemacht wird. Und hier sind sie auch gerade dabei. Hier hat er auch schon tatsächlich die Löcher gebohrt. Auch recht ordentlich. Das wird auf jeden Fall mit dem Rahmen komplett abgedeckt sein. Jo, das wird passen. So sieht das Ganze erstmal aus. Einer wollte, dass ich ein bisschen näher auf die Lampen eingehe. Also Lüsterklemmen werden auf jeden Fall weggeschmissen. Mit Vagus wird es verarbeitet, weil der Platz eben da ist, die Verbindung besser ist und bei der Montage einfacher. Hier ist die Kamera, die schwenkbar ist. Ich glaube, die verfolgt doch tatsächlich eine Person, wenn die jemanden sieht und so weiter. Bin mir aber unsicher. Hier die Lampe, ja, und strahlt halt. Das kommt dann in die Ecke da oben, wo aus dem Kinderzimmer von oben durchgebohrt wurde. Und die smarten Lampen hat er sich 3 Stück genommen. Da waren nämlich keine im Lieferumfang enthalten. Und dann ist es hier einfach so mit einer App. 3 Stück wurden ausgepackt, eingebaut und funktionierten alle auf Anhieb. Ansonsten die Außenbeleuchtung jetzt an der Stelle auf warmweiß und volle Helligkeit gestellt, weil ich nehme an, dass das hier so der Standard ist, sag ich mal. Ich erkläre ihm gleich noch die App, beziehungsweise ich habe mich ein bisschen eingefuchst und so weiter, sag ihm, welche App er benötigt und wie man das alles so macht. Des Weiteren, die Brunnenbauer sind doch da gewesen, einen Tag lang. Hier sieht man auf jeden Fall, wie Wasser läuft. Der hat halt einen großen Garten. Und ja, Entnahmepunkte waren ihm wichtig bis hinten hin. Ich glaube, insgesamt meinte er zu mir, hat er 5 Entnahmepunkte. Da, wo immer die Schläuche rausgeführt werden, über solche Verbinder hier abgezweigt und so weiter.
Der Brunnen wurde gereinigt und alles Mögliche. Da wurde nach unten so ein Loch reingebohrt, da wurde die Erde rausgenommen. Hier in dem Kämmerlein ist auf jeden Fall die Pumpe, die gerade auch am Arbeiten ist. Wenn man hier in die Garage reingeht, dann wäre auch oben noch eine Sache, wo auch Elektrik gemacht werden sollte und so weiter. Ist aber gerade unspektakulär, sehen wir uns eventuell in anderen Bauvlogs an. Leute wollten das auch sehen auf jeden Fall. Naja, so viel dazu. Der Bewegungsmelder hier, der ist tatsächlich auch irgendwie smartfähig. Smart Home, Sensor, 180 Grad horizontal, 90 Grad vertikal. Und ist kompatibel mit so und so Lampen. Naja, so viel dazu. Ich würde doch jetzt langsam mal die Garage in Angriff nehmen wollen. Die Garage da mit Leerrohren arbeiten und so. Ist auch schon alles da. Der hat Leerrohre, ich habe das Werkzeug, er hat die Schellen. Genau, das ist ja Badezimmer. Hier kann man auch das Licht einschalten. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall gut Licht. Und sonst ist hier irgendwas passiert. Steckdosen sind drin, Schalter sind drin. Hier oben die Decke, da kann man tatsächlich die Lampe anbringen schon, weil hier vertäfelt ist und so weiter. Aber hier wird noch alles, ich weiß nicht, ob er noch schleifen muss, streichen, bevor man das dann macht, auf jeden Fall. Wegen Staub und so weiter. Macht keinen Sinn, die Lampen und so jetzt anzubringen. Ich meine, der hat da eine Lampe Licht und so. Deswegen muss das nicht sein. Oh. Ah ne, sah gerade aus, als ob die abgebaut worden wäre, die Steckdose, aber die ist noch drin. Genau, und ich weiß auch gar nicht, ob man Leuchtstofflampen noch holen kann. Das Ding ist, hier sind ja Leuchtstofflampen, zwei Stück funktionieren, die haben auch einen Starter, das merkt man beim Einschalten, dass der blinkt und so. Aber hier zwei Stück sind auf jeden Fall kaputt. Da weiß ich aber nicht, ob man solche Röhren noch bekommt oder ob der Starter einen weg hat. Naja, andere Geschichte, aber das bleibt auf jeden Fall so mit dem Schrank und alles, mit dem Waschbecken, mit der Wanne, mit der Toilette. Und alles Mögliche. So, das Ding ist, Bewegungsmelder ist jetzt an der Stelle aktiv. Lässt sich über die App einstellen. Also ich habe jetzt hier unten hat man Regler für Reset Set. Und diesen Mond und die Sonne und so weiter haben wir jetzt halb auf den Mond gestellt. Von der Helligkeit oder Dunkelheit, wann der reagieren soll. Des Weiteren lässt sich das andere in der App einstellen. Bis maximal 15 Minuten. Leuchtdauer bei Erkennung und so weiter. Und hier an der anderen Seite, also die Satellitenschüssel, die ist auf jeden Fall weg. Die liegt hier unten. Und auf der anderen Seite ist die Lampe jetzt auch angebracht. Mit Kamera, mit Bewegungsmelder. Und so sieht das Ganze an der Stelle aus. Leiter kann an der Stelle wieder zurückgeräumt werden. Aber auf jeden Fall ist der Hof jetzt schön beleuchtet. Da oben blinkt tatsächlich auch die Kamera. Ich kann ja mal kurz nach oben gehen. So, hier haben wir die Kamera und da blinkt es grün. Bedeutet, dass die auch aktiv ist. Muss alles eben dann dementsprechend mit der App noch konfiguriert werden und alles Mögliche. Aber hier diese Ausstrahlung, die hat es echt in sich. Dafür, dass es jetzt so dunkel ist, normalerweise würde es halt so aussehen. Aber hier auf der Perspektive kann man alles sehen. So, jetzt hatten wir uns gerade eben ein bisschen drin aufgehalten. Wir sehen, Schalter ist aus, Kontrolllampe ist auch aus. Außenlampen sind aus und jetzt gehe ich mal kurz raus. Zack, und die Lampen sind an. Bewegungsmelder hat geschaltet. Nice. So soll es sein. Hammer. Andere Sache noch bezüglich der Spots im Flur, da kommen wahrscheinlich andere natürlich rein, flachere, aber auch vermutlich größere. Und deswegen habe ich ihm hier dieses Set mitgebracht von Wolfkraft.
74 bis 70 mm, passt für 68 mm auf jeden Fall. Und die kann man dann da reinstecken. Also die kann man dann, hier geht's auf, die kann man dann, die sind konusartig, die kann man dann im Endeffekt so ein bisschen reindrehen und hat dann am Ende einen Zentrierpunkt für die größere Bohrkrone, die hier auch ringsrum geht, und dann kann man da ganz gut die Löcher ein bisschen größer machen mit Hilfe von dem Set. Wenn ich es bei Amazon finde, verlinke ich das mal. Ja, Wolfkraft ist bei ihm auf jeden Fall hier auch bezüglich von dem Vinylschneider am Set. Irgendwie hat er jetzt hier überwiegend mehr die LED-Stripes am Leuchten als die Hauptbeleuchtung selber. Ja, naja, schöne Atmosphäre. Des Weiteren im Keller wird einiges passieren. Also das Ding ist, der Schalter wird eben ausgetauscht in einen neueren. Die Wechselschaltung bleibt aber beibehalten, um hier von oben und von unten das Licht jeweils ein- und ausschalten zu können. Da wir jetzt im Außenbereich Lampen verbauen für den Hof mit integriertem Bewegungsmelder, blieben zwei Bewegungsmelder über. Und da haben wir uns überlegt, da wir hier die Beleuchtung sowieso komplett neu machen, in jedem Raum kommt eine Wandleuchte hin, hier kommt eine Wandleuchte hin, da kommt eine Wandleuchte hin. Ich kann ja mal an der Stelle kurzes Licht überall einschalten. Da kommt eine Wandleuchte hin. Hier in dem Raum auch. Plus auch tatsächlich eine Sauna. Da in der Ecke, wie am Anfang schon gesagt wurde. Da wird dann eben nochmal 5x2,5 von Verteiler gezogen. Alles über der Decke. Alles schön mit Installationsrohren. Hier kommt auch noch eine Wandleuchte hin. Ihr habt ja gesehen, dass wir richtig viele Wandleuchten haben und so weiter. Ja, wahrscheinlich genau in derselben Position, wie die Lampe gerade hängt und so. Und das Ding an der ganzen Sache ist, einmal wenn wir reinkommen von oben, wird hier im Bereich irgendwo ein Bewegungsmelder angebracht, oder auch schon weiter oben, kann auch sein, dass alle Lampen angehen über einen Bewegungsmelder. Des Weiteren auch hier in dem Raum wird irgendwo ein Bewegungsmelder positioniert, sodass wenn man hier von der Tür rein oder raus geht, oder wenn man reinkommt eben, dass dann auch alle Lampen angehen, nicht nur hier in dem Bereich und so weiter, der möchte nämlich alle, aber auch in jedem Raum auch separat einen Schalter, falls der Bewegungsmelder gerade eben nicht ist, damit man pro Raum eine normale Ausschaltung hat, außer hier in dem Raum eben die Wechselschaltung. Bedeutet im Endeffekt, macht man sich die ganz normale Aus- und Wechselschaltung der einzelnen Lampen über Abzweigdosen und einem Lichtschalter. Plus, dass man die ganzen Lampenleitungen sich noch am Ende nimmt, in eine Abzweigdose führt, wo man Dauersaft hat, Phase-Neutralleiter und Schutzleiter. Plus dann auch im Endeffekt noch den Draht zum Bewegungsmelder, beziehungsweise zu beiden Bewegungsmeldern, dass das Ganze dann auch so funktioniert. Dann kann man sich das so verknüppern, dass das läuft. Hier hat er ein paar Installationsrohre eingelagert. Hier hat er auch schon ein paar Leitungen eingelagert, die noch übergeblieben sind und sowas. Ja, schöner Lagerraum auf jeden Fall. Sehe ich auch jetzt gerade so zum ersten Mal. Und ja, das haben wir auf jeden Fall vor, weil hier sind so viele Abzweigdosen unnötig im Kellerbereich. Hier ging es auf jeden Fall schon los. Da haben sie die Zuleitung hier in die Abzweigdose reingemacht und einfach mit einem Kabel weitergebrückt. Hier in die Abzweigdose. Und davon sind sie dann dahin gegangen, dahin gegangen, dahin gegangen. Und alles Mögliche. ATAE-Punkt und so müssen wir auch noch machen. Das hier ist ein weggeschnittenes Ding. Genau, angeschlossen. Das eine Ende ist schon TAE-mäßig. Ich habe auch gesehen, dass er die Abdeckung und so weiter schon dabei hat. Und genau das hier muss eben zur Box geführt werden, aber ich selber weiß gerade nicht, wo die sich befindet. Aber er weiß das. Und ja, das letzte noch hier im Badezimmer, noch mal kurz dazwischen Update. Schade, das ist so ein bisschen kleines, das Badezimmer. Ja, die Kante hier haben wir schon gesehen, der hat auf jeden Fall gefliest bis hierhin, wo wir sehen, wo aufgehört wurde zu fließen. Mal gucken, was da drüber dann noch passiert. Und hier hat er sich auch an der Höhe dementsprechend angepasst. Ja, und hier sieht man auf jeden Fall,
wie tief die Unterputzdosen da drinne sind. Da denke ich dann auf jeden Fall dran. Von Kaiser habe ich noch zu Hause ein paar liegen, die roten. Schaut man dann fest. Und die Leitungen, die einzelnen Adern, die werden vermutlich auch noch lang genug sein. Ansonsten werden die eben verlängert. Und dann passt die ganze Geschichte. Ich hoffe, das reicht dann an der Stelle mit dem Video. Ich würde sagen, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.